Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games. Wir spielen heute mal auf Mineplex, ganz einfach, weil es ein bisschen später ist und Gomme jetzt schon leer ist. Ich habe den Luki Crafter Skin, also eine Mischung aus meinem Skin und dem Skin von Ricky Crafter. Den hat er ja mal zum Abo-Special gemacht und ich fand den eigentlich ganz cool, deshalb spielen wir heute mal mit dem. Und ja, wir wollen heute auch ein kleines Thema ansprechen und zwar geht es heute mal um klickgeile Titel. Wie ich auf das Thema komme, ganz einfach, weil ich in letzter Zeit selber so, ja, ich sag mal, den ein oder anderen klickgeilen Titel rausgehauen habe. Man nimmt sich jetzt einfach mal als Beispiel das Video mit Baumblau. Das Baumblau will mich ficken Video. ja, das war schon relativ klickgeil, sage ich mal ganz einfach. Aber ich muss halt einfach sagen, ist gerade einer hinter mir gewesen? Ne, okay. Ich muss halt ganz einfach sagen, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so ein großes Problem mit solchen Titeln habe. Ich habe das früher echt scheiße gefunden, wenn zum Beispiel Logo oder, na, man weiß ja ungefähr, wer solche Titel macht, solche Titel immer gemacht haben. Also so in Caps und dann halt alles so ein bisschen übertrieben dargestellt. Das habe ich halt früher immer gehasst, aber mittlerweile kann ich es halt komplett verstehen, weil ich rede jetzt einfach mal von mir. Es ist ja auf YouTube quasi ganz normal, dass so mindestens mal die Hälfte deiner Abonnenten deine Videos generell eh nicht schaut. Ich meine, schauen wir jetzt mal uns die großen YouTuber an, so ein Ungespielt, der hat über 1 Million Abos, macht aber dann 300.000 Klicks. Was ja immer noch krass viel ist, aber es schauen halt einfach nicht alle Leute. Natürlich, manche haben doppelten Accounts, manche 3 Accounts, ist ja alles klar, aber man möchte ja irgendwie, dass die Abonnenten, die rein theoretisch die Videos ja sich ansehen würden, die dann auch sehen. Und deshalb finde ich halt einfach, dass solche Titel... Ich meine, seid mal ehrlich, hätte ich jetzt das Baumblau-Video jetzt nicht Baumblau will mich ficken genannt, sondern Minecraft QSG mit Baumblau HD Deutsch 60 FPS, dann hätte es auch niemanden so hart gejuckt, wie, ja, wenn ich das so ein bisschen provokanten Namen gebe. Alter, was habe ich hier gerade für ein Secret entdeckt? Ich weiß gar nicht, ob das ein Secret ist, aber hier stehen ja einfach mal 5 Kisten oder so. Wie nice ist das denn bitte? Richtig geil. Aber so richtig guten Stuff habe ich trotzdem nicht. Da oben war, glaube ich, noch eine Kiste, da muss ich noch hin. Und ja, mich würde halt echt mal interessieren, wie ihr zu dem ganzen Thema steht, ob euch solche Titel jetzt nerven oder ob ihr damit auch kein Problem habt, weil ganz im Ernst, so mir ist das mittlerweile, ja, fast schon egal, was man für Titel nimmt, weil ich kann es halt einfach nur noch verstehen. Und heutzutage, weil es ja auch so viele YouTuber machen, vor allem die YouTuber, die in letzter Zeit sehr wachsen, man muss ja keine Namen nennen, ich meine, ihr wisst ja selber, welche YouTuber im Moment so ein bisschen gehypt sind, die haben ja meistens alle solche, ich sag mal, übertriebenen Titel. Also jetzt mal als Beispiel sowas wie OP, Sword Secret, TNT, Boost, MLG. Das sind ja so die Wörter, die aktuell so in der Minecraft-Szene übelst gehypt werden. Und alles klar, ich komme da nicht hoch. Und das finde ich halt schon so ein bisschen, ja. Wie gesagt, ich habe es ja schon in meinem Video über die 1.9 gesagt, dass ich langsam so finde, dass so die Minecraft-Szene so ein bisschen langweilig wird aktuell. Deshalb freue ich mich auch so, dass die 1.9 eventuell ein bisschen was verändern kann. Und wir gehen erstmal wieder Richtung Spawn, um mal schauen, ob wir da vielleicht einen Gegner bekommen. Aber natürlich... Am liebsten würde ich auf Gomme spielen, aber ja, das ist natürlich nicht machbar, wenn es zu spät ist. Den holen wir uns erstmal. Ey, komm her. Oh, da haben wir ihn noch bekommen. Nice. Der hat mir eigentlich ganz gut gegeben. Hätte ich gar nicht jetzt mit gerechnet. Und ja, dann, ich raff gerade nicht. Ich höre die ganze Zeit diesen Wind-Sound. Aber die Runde ist, glaube ich, auch noch nicht zu Ende. Also, ich komme gerade gar nicht drauf klar. Ja, es hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ist aber auch egal. Wir haben leider keinen Kompass, sehe ich das richtig? Ja, sehe ich. Schade, hätten wir jetzt einen Kompass, hätten wir natürlich jetzt noch gezielt die Gegner jagen können. Den haben wir leider nicht, deshalb müssen wir so weiterspielen. Oh, da hinten haben wir einen. Der hätte sogar einen schönen Eisenhelm für uns. Oh, nice. Den holen wir uns. Nice, der ist down. Oh nein, da hinten kommt direkt der nächste. Oh mein Gott. TNT, plante doch. Hey, wieso plante das nicht? Ich brauche dich jetzt, TNT. Mein TNT blendet nicht. Was ist denn das für eine Verarschung jetzt? Ich bin übelst low. Hä? Warum? Warum? TNT blendet doch. Okay, er ist nicht mehr hinter mir. Was? Right click, I mean left. Hä, als ob. Lol. Wie sozial ist das denn von dem? Der sagt mir einfach, wie man das TNT blendet. Hä, aber auf welchem Server muss man denn Left-Click machen? Hey Leute, hättet ihr das gewusst? Aber auf jeden Fall erst nochmal Props an den Typen, dass er mir das jetzt gesagt hat, aber... Hä, warum denn mit Left-Click? Das ist ja übelst bescheuert.
Kommen die dann mal hier, damit wir mal langsam fighten können, weil ich habe keinen Kompass und deshalb kann ich die jetzt auch nicht suchen gehen. Das ist ein bisschen schade. Ach, hi. Oh, der gibt sehr gute Hits. Der hat mir gerade richtig gute Hits gegeben. Aber jetzt läuft er auch weg. Ich habe halt ein verzaubertes Schwert, das macht wahrscheinlich richtig guten Damage. Bleib stehen jetzt. Ja, jetzt habe ich ihn. Nice. Ich weiß jetzt nicht, warum ich in die Luft geflogen bin, aber ist auf dem Server wahrscheinlich normal. Jetzt geht er nochmal ordentlich Fall. Ah, der müsste jetzt down sein. Nein! Hä, warum gibt er mir denn so einen krassen Knockback? Ja, nice, jetzt habe ich ihn. Endlich, nach ungefähr gefühlt einer halben Stunde Target habe ich ihn auch mal bekommen. Okay, nice. Hab sogar einen Kompass. Falls jetzt das Deathmatch nicht startet, kann ich den anderen direkt mal suchen gehen. Aber ich glaube, es startet. I let you off. Alles klar. Aber wir suchen uns jetzt den Kollegen erstmal. Dann können wir den nämlich auch töten. Dann haben wir auch die Runde gewonnen. Ach da, hi. Die hat richtig gute Sachen. Ich laufe erstmal weg, um die Herzen wieder zu bekommen. Die hat auch Pfeile. Aber Pfeile, Bogen habe ich auch. Lol, was die für ein Stuff hat. Na, das hat ja jetzt nicht, wehgetan. Lol, was geht denn jetzt mit den Blöcken? Die schweben einfach in der Luft. Okay, ich habe noch 4 Herzen. Alter, scheiße. Oh mein Gott. Aber die hat eine Dia-Hose. Jetzt hat die Kombo. Ja, ich habe sie bekommen. Nice, ich habe gewonnen. GG auf jeden Fall. Hä, der Chat war gemutet. Also ich verstehe den Server irgendwie nicht. Aber na gut, Leute. Das war jetzt mal ein etwas anderes Video, mal auf einem anderen Server. Wie gesagt, auf Mindplex. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen cutten, weil ich glaube, ungecuttet wäre das jetzt ein bisschen lame. Ich weiß es nicht, mal schauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Like freuen. Schreibt mir eure Meinung zu den Titeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.